Helmut, was ist das für ein Maßstab, deine Bücker? Das ist ein Bücker Jungmeister, BU133. Und ist ein Maßstab 1 zu 1,25. Das heißt, Spannweite, Gewicht? Spannweite 5,30 Meter und Gewicht 130 Kilo. Helmut, was ist das für ein Motor hast du da drin? Ich sehe das gerade, das ist ein Getriebemotor, ist richtig? Ja, das ist ein Ultraleichtmotor von Hirth mit 520 Kubik, 55 PS. Und Getriebeuntersetzung 1 zu 1,8. Aber und reicht auch aus? Ja. Also für den normalen Kunstflug? Für das, was wir Bücker können, muss, geht es. Okay. Helmut, sag mir mal was zu den Servos. Was hast du da für Servos drin? Was ziehen die? Das sind japanische Industrieservos, Tonegawa Seiko, PS50. Und die ziehen bei 12 Volt 90 Kilo. 90 Kilo bei 12 Volt. Ja. Wie viel hast du eingebaut? Wie viele Servos sind in dem Flieger? Hier sind 8. 8 von diesen starken Servos. Ja. Wahnsinn. Du fliegst gleich? Ich fliege gleich. Gut, ja. Dann werde ich das auch nochmal filmen. Vielen Dank. Bitte schön.
Das sind die sogenannten 90 Kilo Servos. Ja, ja. Wahnsinn. Krass, ne? Das heißt, wir haben am deutschen Halbwerk bei der F-16 nicht noch einmal einen Zusatztank angebaut, um größere Reichweite zu bekommen. Aber in der Zwischenzeit war damals die Lavi, was ja auch so ist, und wir haben Helmut, darf ich dich noch was fragen? Du hast die Maschine ja schon oft geflogen. Ja. Bist du denn immer noch nervös? Ja, aber hallo, der Kupferbolzen guckt immer noch raus. Immer noch? Ja, siehst du.